Oh. Nice. Kann man mal so machen. Oh, das gibt einen Rage Quit. Sehr schön. Torb. So glücklich. Alter, wirklich, dieses Game, dieses Game. Wie ich dann die Tore gemacht habe, 2 von 3 war Lacazette. Fuck. Gott, da ist zu viel Raum. Mann, alles wird geblockt, Mann. Lass doch einmal einen Schuss durchgehen. Mann, ey, wie lange er braucht. Nein! Eusebio, nein, das ist nicht wahr! Nein, das ist nicht wahr, dieser First Touch! Oh mein Gott! Er killt mich! Er killt mich gerade, Alter. Wer drückt denn da Sprinten noch, Alter? Die Sprinttaste war 2 Sekunden vorher schon losgelassen. Oh, weiter, 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 Jungs. Mein Gott. 30-0, my ass, Alter. Erstes Spiel gleich verkackt. Erstes fucking Game. Ja, jetzt! Jetzt machst du den Scheißer, ne? In der 93. Den hätte ich mal früher gebraucht, den Scheiß. RIP, Alter. Jetzt macht er den Scheiß, ne? Jetzt macht er den Scheiß. Jetzt macht er den Scheiß. Jetzt haben wir das erste Mal wieder seit langer Zeit recht früh eine Niederlage leider kassiert. Aber ich bemühe mich wirklich. Ohne Scheiß. Wahnsinn, also wenn man einfach vergleicht, wie ich mich da manchmal durchkombiniere und bis auf 5 Meter sich durchkombinieren, ist halt, es ist viel einfacher, wenn bei diesem Scheiß, okay? Aber es ist okay, jeder kann spielen, wie er will, ne? Ist für mich halt schwieriger, aber es ist einfacher, einen langen Ball zu spielen und dann auf irgendeine Scheiße zu hoffen. Bitte. Als sich so durchzukombinieren, ne? Und dann einfach nicht belohnt zu werden, bis auf 5 Meter und dann passiert irgendein Bullshit. Schau mal, wieso geht dieser. Schaut euch das an, wie der verzieht, Alter. Das gewinnen wir, my friends. Immer weiter. Immer weiter. Boah, in dieser Partie möchte ja gar nichts. Wenn wir das vergleichen, letzte Partie, haben wir einfach das zweite Tor einmal schön nach vorne gearbeitet, aber dann so gelackt. Und hier, ungelogen, Leute. Ich bin 1-0 in Rückstand. Durch nichts vom Gegner und kann aber schon 3-4-0 führen. Und das nicht mal übertrieben. Aua. Aua. Ah, das ist ein Winkel, der geht, Leute. Gegner könnte das vielleicht unterschätzen. Ich sage euch, ich habe von da. Oh, 24 Meter ist aber weit.
Boah, keine Scheiße. Ich habe immer so Schiss bei sowas, ne? Mbappe. Wow, was ein gebrauchter Tag. Also, ja, ich switch trotzdem schon mal, weil das kann nicht wahr sein. Jungs, seid ihr überhaupt unterwegs? Wie langsam dauert euer... Ich muss durchatmen. Ich will wissen, wie das geht. Ist das ein geheimer Code wie bei GTA oder so? Einfach geradeaus laufen in den Mann und egal wie du läufst, der Ball bleibt kleben. Das ist so schlimm. Was war das gerade? War genauso gewollt. Seht ihr, wie fürsorglich ich eigentlich bin, Leute? Ich denke mir halt die ganze Zeit, wenn ich jetzt für Champions zocke, ne? Und wenn ich jetzt nicht mehr 30-0 holen kann, muss ich halt irgendwie Lösungen finden, um diese Weekend League für euch dennoch sehr anschaulich und attraktiv zu machen. Versteht ihr? Und wie macht man eine Weekend League anschaulich und attraktiv? Indem man gezielt Spiele spannend macht, ne? Weil es wäre ja einfach nicht so spannend, wenn ich alles einfach locker gewinnen würde. Deswegen mache ich ein paar Spiele super spannend, damit das Kribbeln da ist. Ne? Und im Endeffekt war eigentlich alles unter Kontrolle. Ne? Man gewinnt es dann und dann passt alles. Ich habe diese Großchance bewusst herbeigeführt, weil ich merke, der Gegner tut sich schwer durchzukommen. Also wie verkaufe ich es am besten? Ich verkaufe es am besten, indem ich so tue, als ob es ein Momentum-Spiel ist. Versteht ihr? Ne? Ich lenke die Aufmerksamkeit auf Momentum und Scripting und lass mich hier absichtlich fallen. Hier, seht ihr? Also das war nicht einfach so. Das war ich. Versteht ihr? Hier absichtlich fallen gelassen, damit der Gegner sein Tor schießen kann. Und das war sein einziger Schuss so richtig aufs Tor. Und dementsprechend musste man halt hier es super spannend machen. Ne? Und habe ich gut verkauft, oder? Elite 1 würde ich schon gern mitnehmen, my friends. Die Packs würde ich schon gern haben. Das wäre schon sehr nice. Das ist unser Gegner. Oh, hat ein starkes Team. Ich sage euch, safe. 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 Wurde das, die Varianz ist erhöht worden bei diesen Schüssen. Gott, waren das immer safe Tore. Ich konnte das mit Ansage sagen. Jetzt traue ich mich nicht mal sagen, Tor, ne? Ihr seht es. Wow, auf Hullet. Auf Hullet. Oh mein Gott. Wichtig, wichtig. Gut verteidigt, Leute. Wow. 45. Was ein Pass.
Aber wieder einmal mehr, ich gewinne 2-0 und Hand aufs Herz, dieses Spiel muss 5 oder 6-0 ausgehen. Ist okay. War kein 30-0, aber 27-0 ist okay. Naja, Leute. Aber ich muss euch eins sagen, passt auf, Bale oder Dembélé, Dembélé, Can geht zu. Ich muss euch eins sagen, Leute, das war wieder von eurem Support her, war das einfach nur eine absolut überragende Sache. Ich kann nicht sagen, wie dankbar ich euch bin. Das ist zu krass, was ihr jedes Mal aufs Neue anstellt, my friends. Das ist zu krass. Die Aktivität, I love it. Ja, I love it. Wirklich. Ihr seid super aktiv. Ihr unterstützt euch gegenseitig. Ich bemühe mich auch immer so viel, es geht zu beantworten. Ihr seht auch immer nach solchen Games, bin ich immer gerne da. Das ist mir so wichtig. Aber auch so krass hier. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Bits heute reingeflogen sind. Wie viele Donations reingeflogen sind. 102 Subs. Unfassbar. Unfassbar. Ich möchte nur, dass ihr wisst, das ist weit weg von irgendeiner Selbstverständlichkeit. Und an jeden Einzelnen, der hier noch da ist und das mitbekommen hat, das mitbekommt jetzt hier, ich bin euch unfassbar dankbar dafür. Das ist zu krass.